Da sind wir nun. Du hast den Auftrag gespielt, jetzt wird es Zeit für das volle MB2K7-Dilemma. Early Tip-Off startet am 16. September, also bestelle jetzt vor, um die bestbewertete Basketball-Simulation ganze vier Tage vor dem offiziellen Release zu ein. Als Bonus erhältst du virtuelle Währung und digitale Inhalte wie mein Teampacks und mehr. Genau. Vorbestellen kann ich das Ganze jetzt? Ja, vorbestellen werde ich es noch. Aber ich gehe erstmal auf Verwerfen. Genau. Bonusspiel in einem großen Teich freigeschaltet. Du hast so viel erreicht und deine Karriere fängt gerade erst an. Aber ein Sieg heute wäre nicht in Gold aufzuwiegen. Hello? Hello? Is this the president of basketball? I guess this is Prez. Who is this? Okay, thank you. Please hold for Mike Krzyzewski. Excuse me, who did you say? Hello? Hello, is this Prez? This is Prez. Is this Coach K? Yeah, it is. I'm sure you're wondering why I'm calling. It's not that often that you get a call out of the blue from someone like you, so yeah. Well, I've got very good reason for calling, I can assure you. On behalf of USA Basketball, I'd like to officially invite you to be a part of the team. Yeah, that's great. Wow, yes, amazing. You were absolutely terrific this season in college, and we think you'd be a great addition to our team. Wow, that is an unbelievable offer. I don't know what to say. So, does that mean you accept? 100%. Yeah, I mean, I've always dreamed of, representing my country in a way like this. So, I'm in. That's amazing. We'll get you some additional details shortly, and I'm really looking forward to coaching you at our next mini camp this summer. All right, coach. See you this summer, Prez. All right, see you. Coach K, USA, USA, USA. Oh, I gotta call my mom. Team USA gegen Australien. Wie bei Olympia. Da haben wir Team USA. KD, Klay Thompson, Draymond, Paul George, DeMarcus Cousins, Jimmy Butler. Und Icke gegen Australien mit Patty Mills, gegen die Boomers, mit Andrew Bogut, mit Matthew Dellavedova, mit, wie heißt er, von Utah Jazz, Joe Ingles oder Inglis. Und ich freue mich auf jeden Fall. Da sehen wir Mike Krzyzewski, Coach K und Tom Thibodeau, der Coach von den Minnesota Timberwolves dieses Jahr. Und ich freue mich ja jetzt. Team USA, Dame DeMar, Patty Mills, Ryan Brokoff, Joe Ingles, Brock. Mo Wer ist das denn? Motum und Andrew Bogut. Wo ist denn die Anderson? Kevin Harlan, Greg Eggleston und Clark Kellogg sind unsere Kommentatoren. Das ist ja auch geil gemacht. Und ich bin nicht vom Start an. Kyrie Irving haben wir da auch. Team USA gegen Australien, ey. Nice! Na, natürlich führen wir ja. Dante Exum. Aaron Baines. Das sind die ganzen NBA-Spieler. Mal gucken, was wir hier reißen können im USA Basketball Showcase. Ah, wollte zu Baines passen, konnte aber nicht an. Das Anderson. Und gute Defense. Haben wir ein bisschen viel Raum gelassen. Komm, Carmelo. Jimmy Butler. Und. Wer war das? Paul George? Oh, mal gucken, ey, was wir hier leisten können. Wir spielen einfach mit Team USA gegen Australien. Das ist richtig gut gemacht. Aaron Baines ist so. Sein Jumpshot ist nicht der beste Jimmy Butler mit dem Stil. Und warum das Foul? An Dellavedova. Wie gesagt, 2K hat ja eine Menge getan an den Scans der Spieler. Dass jetzt KD auch
Name mal deutlich dünner ist als zum Beispiel auch ein Jimmy Butler oder auch ein Melo. Und dann Kyle Lowry, der war ja auch relativ, vor ein paar Jahren war der noch relativ, der hat ja eine Menge abgebaut, der hat viel trainiert, ich will jetzt nicht fett sagen, aber der hatte viel Kilo drauf gehabt, die hat er abgebaut und ist auf jeden Fall deutlich schlanker geworden. Wer ist denn Lish an Paul George? Der will doch nicht an Paul George scoren. Gehen wir mal Kyle Lowry den Ball. Oh, warte mal, da ist die Zone, da ist die Lane doch offen. Und Hookshot gegen Aaron Baines. Wenn wir jetzt einen Hookshot machen, läuft da auch unten das Meter unten ab. Wäre natürlich auch mal schön zu sehen. Gegen Andrew Bogut möchte ich nicht spielen. Aaron Baines. Ja, mit dem Buzzerbeater. Na, der Spin-Move, der war gut. Oder der Post-Drive, sag ich mal. Diese Aktionen sind richtig schnell, also da kann man nicht mit rechnen. So, das war Viertel 1. Jetzt gehen wir ins zweite Viertel über und wir dürfen spielen. Ah, natürlich auch geil, jetzt ein schönes Spiel bei Team USA zu haben. Und die nächsten Punkte per Dunk. Pass von Kyle Lowry. Keine gute Defense von Aaron Baines. Aber wir wissen ja, Australien konnte mit USA richtig gut mithalten, hat auch nicht vielen Punkten verloren. Da typisch Delhi, der Floater. Aber in einem olympischen Halbfinale hat den Australien richtig verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Da haben sie... Da kann ich auch feiern, wenn ich mit dem rechten Stick mich bewege. Also, jetzt feiere ich. Da haben sie gegen Serbien verloren. Und es war... Ja, das war eine richtige Klatsche. Und Aaron Baines macht die nächsten Punkte. Wir haben 6 Punkte. Ja, und die nächsten Punkte. Verzeichnet 4 Körperfolge in Folge. So highly touted. 23-12 vorne gegen Australien. Ah, wie gesagt, für Team USA ist halt kein Gegner zu schwer. Aber wie gesagt, gegen Serbien haben sie da nur im Turnier nur mit 3 Punkten gewonnen. In Australien war es auch relativ eng. Also, ja. Aaron Baines mit dem Hookshot. Den trifft er nicht. Kyle Lowry möchte immer den Ball haben. Kyle Lowry für 3. Swish! Da habe ich Aaron Baines gehabt. Vorteil gegen Australien bei Bankpunkten 9. Na gut. Aber wie gesagt, für Australien, also es waren für USA war Serbien und Australien harte Gegner in der Vorrunde. Das war echt krank. Die waren richtig gut. Also Paddy Mills ist da abgegangen. Die waren richtig, richtig stark dabei. Dellavedova für 3. Trifft nicht. Unser Rebound. Komm, wir geben jetzt einfach mal Paul George den Ball. Komm, slam den mal. Och. Layup. Na gut, 28-12 vorne. USA Basketball Showcase. Wir haben auch 8 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists. Also bei USA kann man auf jeden Fall eine Menge machen, wenn es um Assists geht. Und da ist der Block. Kyle Lowry für 3. Ah, schade. Kyle Lowry hatte auch relativ einen inkonstanten Wurf. Er hat bei Team USA da nicht so gut gespielt, sage ich mal. Aber auch bei den Raptors, da hat er manchmal so eine Spiele, da wirft er richtig, richtig schlecht. Und dann andere Spiele, da haut er die Dreier rein, unglaublich. Oh, Cameron Berstoff von den Chicago Bulls. Letzte Saison, ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Aber müsste noch da sein. DeMar DeRozan. Komm, schmeiß den Alley-Oop. Schmeiß den Jimmy Butler. Und mit einem kleinen Stepback. Und es sind jetzt schon 18 Punkte Führung gegen Australien. Wir sind nicht schlecht dabei, sage ich mal.
And also, they're jumping on a lot of turnovers, making sure they turn them. Der Livadova wieder. Mein Berstov. Ich muss sagen, Australien auf jeden Fall eine Menge Talent. Viele NBA-Spieler. Delly verliert den Ball. Butler für 3. Ah, oh, schade. Die stehen alle immer frei, ja, aber ganz anders als im College. Perez was that guy for this tournament. Well, he was a standout in college, and you know about how high expectations are for Perez at the next level. He's been getting a taste of basketball at the highest level in this tournament. It just has to be an honor for him to be able to be a part of Team USA. Catching up on the changes for Team USA. Jordan, he's checked in for Butler. Da habe ich jetzt gerade mal Dings, die Kommentatoren sprechen lassen. Die haben so ein bisschen über mich gesprochen. 2 Sekunden. Weg da! Und Paul George. Pull-up. Dreier und Swish. Nee, nur ein langer Zweier, war nur mit Fuß auf der Linie. 8 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists. Ja, 3 Assists, glaube ich, schon unser Career-High. Wie 25 gegen die Boomers. Das war auf jeden Fall in Olympia, war das deutlich angenehmer. War das angenehmer für. Da war es deutlich spannender. Und Brokoff. Viele australische Spieler spielen natürlich auch in ihrer eigenen Liga, im nationalen Land. Kyrie Irving. DeMar DeRozan. Und komm, Hookshot. Und der sitzt. Schön auf den Ring gehauen. Und der Ball ist einfach reingerollt. 100% werfen wir aus dem Feld. 5 von 5. 5 Rebounds und 3 Assists. Ja, das Spiel dauert schon mal ein bisschen länger hier. Doppelt so lang wie das College-Spiel. Der sollte reingehen. Ja, keine gute Defense von uns. Würde man einfach mal ein Alley-Oop hier haben. Für 3. Oh, in den Out. Schade, schade, schade. Ja, das ist ein offener Wurf gewesen. Schade. Hat er recht gehabt, Greg Anthony. Offene Würfe sollten eigentlich reingehen. Und die KI spielt und spielt. Martin für 3. Nicht drin. Paul George mit einem starken Rebound, der springt da hoch. Und wir führen mit 18 Punkten zur Halbzeit gegen Team USA. So, zweite Halbzeit wird gleich losgehen. Das ist die erste Halbzeit. Wir werfen 15 und 26, sind Rebounding nicht so besser. Aber Assists halt 14 zu 5, Steed 6 zu 1 und 2 zu 0 Brooks. Dass Brooke auf der beste Spieler bei Australien ist, ist auch schon ein bisschen, ja, nicht so gut. Was mit Paddy Mills, was mit Delavadova. So, dritte Viertel haben wir jetzt mal nicht so gespielt, aber da ist Paddy Mills, endlich mal. Ist auch David Anderson drin und sowas, oder ich weiß nicht, ob er David Anderson heißt, aber er ist auf jeden Fall David, er heißt Anderson mit Nachnamen. Paddy Mills spielt die Uhr runter. Da ist Joe Ingles. Bekommt noch das Foul von Paul George. 8 ist Team-Foul. Also lange haben wir jetzt im dritten Viertel nicht gespielt, aber dafür, denke ich mal, im vierten Viertel wieder eingesetzt. Ja, okay, kann man geben, aber war jetzt auch kein guter Wurf. Den musste er auch nehmen. Joe Ingles an der Freiwurflinie. Ist ein sicherer Freiwurfschütze. Komm hier. Komm, Kyrie, hau mal ein Ding raus. Full Halfcourt Shot. Oh, fast drin. Ah, Australien ist auf 13 dran. Ne? Waren schon mal 20 weg. Vorne gegen Australien. Viertes Viertel, letztes Viertel und wir dürfen direkt mal ran mit Clay Thompson sogar. Wir mit KD mal eine Runde spielen.
What is amazing to me about this U.S. team is that on every NBA team, all these players are the guy. Yet here for the U.S. team, each player has so. Qualms or hesitation Curry. To put their egos aside. Boah, Cousins mit dem starken Offensive Rebound und das N1. Andrew Bogut bekommt das Foul. Boah, stark gemacht von Cousins, da rollt er rein. Und an der Freiwurflinie ist er auch sicher, der Cousins.16 Punkte vorne. Ja, das verlieren wir nicht, auf keinen Fall. Wir können noch ein bisschen am Spaß spielen. Mal gucken, was es für uns heißt. Was danach für eine Zwischensequenz kommt. Oh, hätte ich den weggehauen. Oh, schade, ey. Kommt da das Foul. Oh, Brokov an der Freiwurflinie. Und trifft den Freiwurf nicht. Wir werden ausgewechselt und kommen nochmal rein bei einer Minute. Mello. Nehmen wir mal den Ball. Und scoren wir nochmal. Schönes Layup. 6 von 7 werfen wir aus dem Feld. Und ja, ist davor natürlich noch einfach gemacht. Ach, der Stil. Komm, gebe ich noch mal einen Assist. 4 Assists und eine Turnover ist auch natürlich gut. Aber macht doch Spaß. Hier, Dante Exum, Patty Mills, Joe Ingles. Und Andrew Bogut, die ganzen NBA-Spieler. Andrew Bogut ist wirklich wichtig für das Team. Boah, Mello, was ein Rebound. Der steigt da hoch. Ich wollte eigentlich die eine Jordan, dann machst du eh nichts in der Zone, außer danken. Mello für 3! Swish! Mike Krzyzewski freut sich. Normalerweise würde jetzt Mike Krzyzewski auf... Ei, hingefallen. Normalerweise würde jetzt Mike Krzyzewski auf der Bank sitzen und einfach nur ganz grimmig gucken, wie er sonst auch tut. 2-1 und das war's. Machen wir einen Buzzerbeater von Dante Exum. Aber das ist unser Sieg. Schön gemacht. Spielerstatistiken sehen. Trikotverkäufe 382. Fans haben wir so viele. Okay. 12 Punkte, 5 Rebounds, 6 von 7 aus dem Feld. Und knappe Draht. Wie ist die? Gehalt versus Australien. 0. Ja gut, es war eher ein Testspiel für Team USA. Repräsentation, dass er Trophäe erhalten. Das ist doch mal was Schönes. Ja, jetzt kommt die gleiche Meldung wie vorhin, wie auch schon nach dem letzten College-Spiel. Wir gehen wieder auf Verwerfen und mal gucken, was jetzt passiert. Aber ich kann jetzt nochmal das Spiel machen? Starten. Vorbestellen. Was passiert, wenn ich jetzt hier wieder raufklicke? Heißt es wieder spielen? Okay. Gut, ich kann jetzt nicht mehr draufklicken. Gehen wir mal zurück ins Hauptmenü, sag ich mal. Und gucken uns dann noch ein bisschen um. Jetzt lädt es ja gerade. Unten rechts. So, mal gucken. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht, die College-Spiele. Fortsetzen kann ich jetzt. Mein Spielerinventar. Ich habe 3318 VC. Mal gucken. Wenn wir jetzt hier raufklicken. Mein Spielerinventar. Ah, guckt euch das mal an. Also wir hatten, ich habe Distanzscharfschütze. Okay. NBA Pro Animation. Mein Park Animation. Mein Parkkleidung. Mein Court Anpassung. Kann ich da jetzt schon raufklicken? Mal gucken, vielleicht können wir das ja schon. Wir sind 55 overall. Lagerhaus. Können wir alles ändern, den Court, Netz, Ring, Ball, NBA und Pro M Animation, Rituale, NBA Würfe. Jetzt können wir hier schon unseren eigenen Jumper auswählen. Abwurf 117, Freiwurf 54. Ja, da sollen wir doch mal alles drum kümmern.
Also wir haben dieses Jahr, wir hatten letztes Jahr hatten wir mal Bronze, Silber und Gold-Badges. Man hat alles mit Bronze gehabt, konnte dann es dann upgraden, jetzt haben wir sogar Amethyst-Badges. So, haben wir noch so? Pro-M-Ausrüstung und Schuhe. Oh Gott, da können wir ja so viel ausrüsten für Pro-M-Ausrüstung, Schuhe, auswärts und sowas. Ja, richtig krass. Kann ich jetzt noch nichts upgraden? Mein Spieler aus dem 2K Sports Store. Gucken. Attribute, Upgrades, Boni, Paketkarten und Parkkarten. Mein Spieler Attributserhöhung, Attributs, Boni, Upgrade, Plaketten. Kann man kaufen? Plakette nicht freigestellt. Ach, hier sehen wir sie alle. Parkkarten, mein Spieler Attributsboni. Ah, geht doch. Wurf aus dem Dribbling. Also, gucken, was haben wir denn jetzt hier so? Wir können hier alle Attribute boosten. Kaufe mehr. Also sehen wir jetzt, wir sind schon bei 3 Punkten, damit schon am höchsten. Ich lasse es erstmal so. Mein Spiel Attributserhöhungen. Das ist doch was. Ja, da wollte ich hin. Das ist ja das meiste, was wir machen. Das ist Wurf aus dem Dribbling. 10.000 VC. Upgrades verfügbar 71. Wir haben 80 verfügbar. Mitteldistanz aus Dribbling. Okay. Korbleger und Dunks. Was haben wir denn hier? Korbleger aus dem Stand haben wir denn. Nur 4.000 VC haben wir denn einen 60er. Korbleger zum Stand. Contact Dunk haben wir eine 44. Dank aus der Bewegung haben wir eine 51. Und Dank aus dem Stand haben wir eine 73. Was können wir maximal machen? 91er Midrange kann ich haben, okay? 3 Punkte Würfe. Bedrängter Wurf Dreier. Was können wir auch haben? 30, auch ein 91er. Post Scoring. Was können wir da maximal haben? Wir haben 73, ist auch in Ordnung. Agilität. Also auf 24.000 kostet das. Und das macht uns nur 10 mehr. Warum ist denn das so teuer? Boah, Stärke. 23.000 VC. Haben wir eine 69er Stärke. Rebounding, wichtig. Was können wir hier haben? Was wir maximal haben? Auch nur ein 73er Rebound, gar nichts. Spielaufbau. Ballkontrolle, 52, hoi. Defense, das ist ja wichtig. Okay, können wir alles machen. Kleinen Zubehör kann ich mir auch schon kaufen. Mein Spieleanimation. Kann ich mir alles aussuchen. Pro-M-Jubel, mein Parkrituale, NBA-Rituale. Kann man sich alles angucken, alles andere. Mein Court, mein Park-Swag. Ich würde auch jetzt gern Park spielen, aber. Okay, siehst du, das wird alles noch später hinzugefügt. Mein Spielerinventar. So sieht es momentan aus. Wenn wir jetzt auf Fortsetzen drücken, wenn wir mal kurz reingucken, dann können wir jetzt dann halt gucken, ob wir es schon spielen, ob wir es schon bestellt haben. Und das können wir es ab 16.09. dann spielen. Mein Spieler stellt Position Center, Toby Bryant, Größe 2,18 Meter, Stretch Big. Ja, vorbestellen, verwerfen, haben wir schon gespielt und hier können wir dann weitermachen. Na gut, dann würde ich mich erstmal bedanken, bisher bei allen Zuschauern, die eingeschaltet haben. NBA 17 wird ein ganz, ganz großes Projekt, wenn das, sage ich euch, wir spielen diesmal auf der PS4 und nicht auf dem PC, da habe ich keine Probleme, wenn es ums Aufnehmen geht. Das wird was ganz anderes werden. Wir werden Pro-M, wir werden Park, wir werden My Career, wir werden alles spielen, Freunde. Dafür einen Daumen hoch, Leute. Und ich sag bis dahin mal auf Wiedersehen. Und wenn es euch gefallen hat, vielleicht mit einem Daumen nach oben. Teilt das Video, zeigt es euren Freunden. Und wenn ihr Bock habt, addet mich einfach auf PSN. Ich habe den Link unten drinne. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde natürlich mit meinem Face genommen mal ausprobieren. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.